Diese Vorstellung, dass ich nicht nur ausschließlich das bin, was ich habe, sondern auch das, was ich tue. Und das, was ich tue, verwandelt sich dann in das, was Leistung genannt wird. Und sobald wir uns erstmal in diesem ganzen System des Ich bin, was ich tue befinden, erliegen wir dem Glauben, mein Erfolg, mein Wert, meine Geltung als menschliches Wesen ist von meinen Leistungen abhängig. Also muss ich mehr Geld verdienen, ich muss befördert werden, ich muss mit allen anderen kämpfen, die erreichen wollen, was ich habe. Das wird uns immer und immer wieder eingeredet. Allen jungen Menschen, die Sport treiben, wird das eingeredet. Alles, was zählt, ist es, die Nummer 1 zu werden. Und wenn du die Nummer 1 bist, bist du besser als die anderen Menschen. Und so sind wir in diesem ständigen Konkurrenzdenken gefangen, indem wir glauben, unser Leben sei ein einziger Wettkampf. Das redet uns das Ego ein. Der dritte Aspekt ist die Idee, dass ich bin, was andere von mir denken. Das heißt, ich bin mein guter Ruf. Von Kind an wird uns vermittelt, dass wir uns so anziehen sollen, wie es anderen gefällt. Und dass etwas mit uns nicht stimmt, wenn andere uns nicht mögen. Wenn sie so zu leben versuchen, sind sie ständig bemüht, sich anzupassen. Aber das Leben kann so viel mehr sein. Tief in ihrem Innersten einen Ruf, etwas Großes zu vollbringen, einen Beitrag zu leisten. Ignorieren Sie diesen inneren Ruf nicht. Hören Sie auf die Stimme, die Ihnen sagt, du bist auf dieser Welt, um etwas Besonderes zu erschaffen. Und du hast ebenso viel Recht darauf, das zu tun und etwas zu bewirken, wie jeder andere Mensch. Sie müssen also nur einen Weg finden, sich darauf einzustimmen und sich dessen bewusst zu sein, dass die Verbindung schon längst da ist und dass Sie nichts tun müssen, als sie in Gang zu bringen. So gelangen wir zu innerer Gelöstheit und dem Wissen, dass wir nicht allein sind und dass wir geführt werden, dass wir eine innere Natur besitzen und dieser Natur vertrauen können. Dann hört der innere Kampf auf. Denn da ist nichts, was wir kontrollieren müssen. Denken Sie darüber nach. Die Erfüllung eines Dharmas, die Erfüllung eines Schicksals, die Erfüllung einer Aufgabe, der nur wir nachkommen können. Niemand anders kann Ihnen sagen, was das ist. Aber wenn Sie es fühlen und wenn Sie es wissen, dann ist es nicht länger wichtig zu siegen. Dann geht es darum, ein erfülltes Leben zu führen und unsere Bestimmung zu folgen. Sehen Sie sich selbst an und stellen Sie sich die Frage, woher komme ich, wer bin ich und wie bin ich? Statt unsere Entscheidungen aus unserem wahren, authentischen Selbst herauszutreffen, lassen wir uns vom Ego leiten. Und wann immer wir uns aus dem Ego heraus entscheiden, geschehen alle möglichen Dinge mit uns, die uns davon abhalten, den Sinn unseres Lebens zu finden. Woran erkenne ich, ob ich meine Entscheidungen aus meinem höheren Selbst treffe? Sie beurteilen alles anhand ihrer Gefühle. Sind Sie gestresst? Sind Sie ängstlich? Sind Sie nervös? Sind Sie wütend? Haben Sie ein gutes Selbstwertgefühl? Handeln Sie nach Ihrer Bestimmung? Hat Ihr Leben einen Sinn? Wenn Sie aus dem einzig authentischen Teil Ihrer Selbst heraus handeln, werden Sie mit Glück dafür belohnt. Aber hat Ehrgeiz nicht auch Vorteile? Ich meine, ich bin ein Filmemacher und wenn ich nicht, ist das Ego mir nicht hilfreich? Ich meine, wenn ich alles so locker flockig sehen würde, würde ich nie einen einzigen Film machen. Zu diesem Schluss kommen Sie, weil Sie aus dem Ego herausdenken. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe ein Geschenk für euch und zwar ein Buch. Es geht um Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und natürlich Erfolg. Das Buch ist völlig kostenfrei. Es ist der erste Link in der Beschreibung, sprich ganz oben. Bestellt euch das. Es ist komplett kostenfrei für euch. Bis zum nächsten Video.